Hallo, meine lieben Freunde. Jetzt weiß ich endlich, was mit meinen GEMA-Gebühren so gemacht wird. Denn das Neo-Magazin Royal, von ZDF gesponsert, hat jetzt tatsächlich ein Spiel herausgegeben. Nach Monate, ja vielleicht jahrelanger Pro- Produktion ist das jetzt hier auch genehmigt worden von Jan Böhmermann. Ich habe die Lizenz ganz persönlich bekommen, dieses Spiel zu Let's Playen, und das habe ich im Vorwege auch getan. Wie ihr hier sehen könnt, weiterspielen kann man hier nämlich schon anklicken. Ich will euch heute mal ein ganz anderes Genre bieten, nämlich den Walkthrough. Hier könnt ihr dann jetzt mit mir erleben, wie ich das Spiel durchspiele. Los geht's. Möchtest du warten? Ja. Na klar. Starring Jan Böhmermann. Mittwoch, 16.12., 11 Uhr. Tief in Köln-Hahnwald. Die Maison Böhmermann. Williams Tex ist auch fertig. Schnell zum Flugzeug, die Show fängt gleich an. Neo Magazin Royal, das Spiel. Mit Jan Böhmermann. Episode 1. Jäger der verlorenen Glatze. Hihi. Und das war der Vorspann. Hallo, hallo. Ein herzliches Willkommen zu Neo Magazin Royal, Jäger der verlorenen Glatze. Die Show geht bald los. Hilf mir, William sein Sendungsbuch zu übergeben. Du kannst mich durch die Gegend steuern, indem du einfach irgendwo in den Raum klickst. Um mit irgendwelchen Objekten und den ganzen Verrückten hier zu interagieren, halte die Maustaste kurz gedrückt. Gut. Dann kannst du auswählen, ob ich ein Objekt oder eine Person anschauen, benutzen oder aufheben oder zutexten soll. So, los geht's. Jetzt schnell William seine Texte geben, dann kann die Show auch endlich anfangen. Genug gelabert. Oben rechts habt ihr gesehen, das Abspeicherzeichen. Das heißt, ihr könnt jetzt jederzeit auf Toilette gehen, essen oder auch einen Urlaub von 6 Wochen machen und danach weiterspielen. Völlig egal. Zunächst müssen wir erstmal in die Maske gehen. Da gehen wir mal hin. William? Genau. Hier sollte eigentlich William sein, aber er ist nicht hier. Wir werden uns zunächst erstmal die Waschmaschine anschauen. Da sind entweder Williams Pullover drin oder es findet ein Holi-Festival statt. aufmachen. Und den Pulli ansehen. Ein Pulli von William. Ungewaschen. Ho. Nehmen wir trotzdem mal mit. Ein William-Pulli. 100% Alpaka-Wolle. Super. Auch abgespeichert eben worden. Wunderbar. So wollen wir das. Im Moment ist hier nichts weiter zu erledigen. Jetzt gehen wir nach links. Gucken uns mal die Topfpflanze an. Grün und komisch gewachsen. Wir nennen sie Claudia Roth. Also die Witze sind wirklich... Doch, ist okay. Hey Boss. Hallo Herr Böhmermann. Ey Leute, hat einer von euch William gesehen? Ja genau, hat einer von euch William gesehen? Wir sprechen mal mit dem Beefträger. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich bin der Beefträger. Ich bringe den Beef. Mhm.
Und haben Sie zufällig unseren DJ Willy gesehen? Haben Sie zufällig unseren DJ Will.i.am gesehen? Leider nein. Im Normalfall findet man ihn doch immer in der Maske beim Haarekämmen. Will.i.am ist auch cool, ja. Maske, Haarekämmen, ja gut, da waren wir ja. Da ist er ja nicht. Was machen Sie da mit der Hornhautrommel? Parmesan fürs Catering. Igitt. Wirk. haben Sie denn alles für die Sendung? Ich bin Beef-Zusteller und habe keinen Beef. Toll. Ja, dann ist erstmal gut. Ah, dann ist gut. Bis später. Dankeschön, Herr Böhmermann. Kann ich Sie vielleicht noch um ein Autogramm... Tut mir sehr leid, aber ich muss weg. Leider keine Lust. Keine Lust. Nein, nein, es ist schon so spät. Wir gucken uns mal das Bällchenbad an hier. Da drin verstecken sich die Autoren immer. Und benutzen das auch. Eine Kreditkarte. Wer hat die denn hier verloren? Tja, gucken wir uns die Kreditkarte doch mal an. Nein? Du glaubst wohl, ich mache alles für Geld, oder? Angucken. Das wird doch nicht mal der Kerner machen. Angucken. Die Kreditkarte von Markus Lanz. Ja, das meine ich doch. So, und mit dieser Kreditkarte gehen wir hier, nachdem wir uns den Stromkasten mal angeschaut haben. Wir verbrauchen viel Strom. Williams Penispumpe ist elektrisch. Dran vorbei und gehen hier in die Maske zurück. Da haben wir eben gerade nochmal einen gesehen, der aufgetaucht ist. Captain Obvious. Fragen wir später. Jetzt gehen wir erstmal hier zu diesem Spind. 102. Und benutzen die Kreditkarte. Oh, mega Fail. Die Kreditkarte ist zerbrochen. Ja, dafür ist der Spind jetzt auf. Das war ja auch Zweck der Sache. Das ist Williams Spind. Habe ich da ein Geräusch gehört? Und benutzen ihn. Potztausend. Ein Geheimgang. Wie bei Fünf Freunde. Da geht's wohl runter in den Quotenkeller. Na klar, gehen wir mal rein. Ja, geh rein. Passiert schon nichts. Dieser William. Hierher verschleppt er nach der Sendung immer seine Groupies. Wow. Okay, jetzt können wir uns hier das mal anschauen. Die Maske zum Beispiel. Ich will gar nicht wissen, was er damit macht. Oder den Latexanzug. 50 Shades of Cohn. Oder Lena? Lena hat aber ganz schön zugelegt. Und dann haben wir noch ein bisschen Krempel. Hier hätte der Trödeltrupp sicher seine große Freude. Stimme ich dir zu? Wir gehen weiter nach links. Und wir sehen Glampdosen. Den Kanister, den nehmen wir schon mal mit. Gucken in den Medizinschrank. Und klar, die Gummihandschuhe sammeln wir ein. Dann schauen wir uns das mal an hier. Ach du dickes Ei. Jede Menge leerer Glumpdosen. Das erklärt einiges. Und benutzen sie. Ach, scheiß aufs Dosenpfand. Weg mit dem Gerümpel. Ein bisschen aufräumen. Dauert ein bisschen. Aber letztendlich kommen wir zu einem Ergebnis. Willy Vanilli? Der alte Tiger hat sich mal wieder ins Koma getrunken. Fuck. Ihm ist wohl der Erfolg zu Kopf gestiegen. Mit Gänsefüßchen. Da hilft nur eins. Damit er rechtzeitig wieder auf die Beine kommt, muss ich ihm ein Konterglump Trademark verabreichen. Trademark. Hi Jan. Bastel Brothers. Ihr kommt gerade richtig. Habt ihr noch Glump für mich? Leider nicht, aber wir können dir das Rezept geben. Diktier's bitte in meine Apple Watch aus purem Gold. Unser Glump ist ein Geheimrezept, das einige der folgenden Zutaten enthält. Cola, Alkohol, Zitrusaroma, ein paar Tropfen Alpakaschweiß,
Alles in den Kanister, gut schütteln, zack, fertig. Glump. Ach cool, danke, das klingt ja unkompliziert. Wenn du noch Fragen hast, du findest uns in der Werkstatt. Perfekt. Die Bustle Brothers. Wenn wir nicht wissen, was uns noch fehlt, gehen wir einfach auf den Kanister. Mal überlegen, ob mir noch Zutaten fehlen. Cola fehlt noch. Alkohol fehlt noch. Zitrusaroma fehlt noch. Alpakaschweiß fehlt noch. Ja, da fehlt noch so einiges. Deswegen schnell nach oben wieder zurück, denn im Moment können wir hier nicht viel machen. So, nachdem wir unten waren, ist jetzt hier auch... Die Bustle Brothers haben wieder alle Türen aufgelassen. Richtig, alles auf Durchzug gestellt und somit können wir auch hier erstmal rein. In den zweiten Gang. Hier noch eine kleine Anekdote. Diese Tür ist irrelevant. Können wir auch nicht rein. Ein Tourplakat vom Beate Zschäpe Musical. Da hat selbst Andrew Lloyd Webber geweint. Und die Topfpflanze. Diese Pflanzen werden mit den Tränen der Postproduktion gegossen. So sieht's aus. Dann haben wir hier noch ein Poster. Ponyboxen mit Jürgen Domian. Und seine Garderobe. Aber wir gehen erstmal zu den Bustle Brothers. Hallo Bustle Brothers. Hi, Bustle Brothers. Hi, Jan. Das wird echt jedes Mal lustiger. Ist er auch von Kronen geklaut? Hat er sich endlich mal gemeldet? Sag mal. Was bastelt ihr denn Schönes? Wärmedecke, Aktenvernichter, zack, fertig, Lametta. Zack, fertig, Lametta. Okay, wir könnten jetzt hier nochmal das Rezept nachfragen, aber das wollen wir nicht. Ach, schon gut. Hand nehmen, schütteln. Zack, fertig. Tschüss. Das finde ich am besten. So, hier ist ein Schraubstock, den können wir aber noch nicht benutzen. Und eine Mikrowelle. Und wenn man es auf einem Handy spielt, dieses Spiel, sieht man das nicht unbedingt sofort. Ein Trichter. Trichter Alexander Holt. Und den sammeln wir ein. Gehen wieder zurück. In Jannis Butze rein. Meine Garderobe. Mach mal auf, Jan. Super. Kann er ja. Genehmigen wir uns eine Flasche Cola? Schnell eine Cola, bevor ich wieder zitter. Brauche nur noch was zum Öffnen. So sieht's aus. Viel ist hier irrelevant in diesem Raum. Wir werden uns aber hier den Mülleimer vornehmen und ihn untersuchen. Eine Beefbombe von Campino. Endlich wieder Beef. Ja, yeah, die brauchen wir für den Beefträger. Wer hätte es geahnt? Dann lesen wir hier nochmal schnell die Serviette. 25.000 Stück Laugengebäck für den Freundschaftspreis von 17.500 Euro. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Unterbrich mich doch nicht. Ja, brauchen wir. Ist wichtig. Hier ist die Schublade. Die untersuchen wir. Der Schlüssel zur Teamtoilette. Ach ja. Hier hatte ich ihn hingelegt. Super. Dann wären wir ja auch schon fast fertig. Ein Gimmick möchte ich euch noch zeigen. Und zwar den Computer. Echt klasse gemacht. Schaut euch das an. Euer Computer ist nicht abgestürzt. Ist das nicht toll? Diese Simulation. Herrlich. Wie damals vor 25 Jahren. Wunderschön. Gott, ist das echt schon 25 Jahre her? 20, oder? Stark. Da stimme ich dir zu, lieber Jan. Dann lass uns mal wieder zurückgehen. Denn hier haben wir alles erledigt. Jetzt gehen wir nochmal eben schnell zum Kopierer. Das ist auch sehr wichtig. Benutzen ihn. Und lesen das Papier. Sieht aus wie eine Quittung.
Eine Tageskarte für den Heidepark Soltau, für ein Filmteam, inklusive zwei Wumbo-Figuren. Genau 1000 Euro. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Na klar können wir das. Gehen wir nochmal hier zum Poster. Beats im Kies, das war geil. Ja, Beats im Kies. Ein Plakat vom Satanstrianglisten, meinem ersten Film. Unglaublich. So, jetzt wird's aber auch Zeit, hier mal wieder zurückzugehen. Jetzt könnt ihr entscheiden, was ihr zuerst machen wollt. Wir können natürlich auch die Toilette abgeschlossen benutzen. Ja, dazu haben wir ja den Toilettenschlüssel. Hm? Und rein. Ganz da. Schön dunkel hier. Was riecht denn hier so? Wir machen mal den Lichtschalter an.